Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute geht es um die Frage, wie tune ich Basic? Genau, und zwar habe ich mir mal da etwas überlegt, oder zumindest habe ich meine Theorie aufgestellt, die besagt, je mehr Speicher ich im Code brauche, desto schneller wird Basic. Und natürlich im Gegenzug habe ich natürlich weniger Speicher zur Verfügung. Ob die Theorie stimmt, der Sache möchte ich mal so ein bisschen auf den Grund gehen, zumindest nur so ansatzweise. Und ja, dazu habe ich mir so ein kleines Mini-Programm ausgedacht. Ich fange jetzt einfach mal an zu tippen. Es geht um den Zeichensatz Schrägstrich. Also, das wäre ja Print CHR Dollar. Ich glaube 205 war das. Genau, um dieses Zeichen, beziehungsweise um dieses Zeichen. So, das möchte ich auf dem Bildschirm komplett darstellen. Alle 1000 Zeichen sollen die beiden Symbole enthalten. Und mich interessiert, wie lange braucht er dafür? Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und schreibe ein Programm. Print CHR Dollar 205. Ich fange mal bei 100 an. 110. Print CHR Dollar 206. Dann hätte ich ja beide Zeichen geprintet. Das Ganze soll er nebeneinander printen. So. Genau. Und das Ganze jetzt 1000 Mal. Warum 1000? 40 Zeichen pro Zeile und insgesamt 25 Zeilen. Das macht dann nach Adam Riese, habe ich richtig gerechnet, 25 mal 40. So, das sind die Zeichen, die der Commodore darstellen kann auf einem Bildschirm, beispielsweise in einer Sicht. Dass der Bildschirm ganz ausgefüllt ist. So, darauf wollte ich hinaus. So, ich gebe nochmal ein, vor x gleich 1, TU 1000. Na, jetzt sage ich ihm, er soll das Ganze 1000 Mal machen und sage ihm next x. Dann müsste er eigentlich aufhören. So, dann printet er erstmal das erste Zeichen, dann das zweite Zeichen. Stopp, dann muss ich ja sagen mal 500, ne? Er printet ja zwei Zeichen und dann geht er 500 Mal die Zeile durch. 500 mal 2 macht 1000. Genau. Und dann müsste der Bildschirm ganz ausgefüllt sein. Wie man sieht, das dauert ziemlich lange. Ich trinke in der Zeit schon mal Kaffee. So, jetzt könnte ich einmal mit dem Handy stoppen, aber der Commodore hat ja auch eine eigene Uhr und die möchte ich jetzt praktisch mit einbauen. Und zwar wäre die Variable für die Commodore eigene Uhr TI. So, dann gibt es einmal diesen kryptischen Wert und dann gibt es noch TI Dollar. Das wäre die eigentliche Uhrzeit. Ja, genau, die steht auf 0 Uhr. Passt. 3 Minuten, 3,5 Minuten ist Rechner jetzt an. Ich denke mal, beim Einschalten ist er immer auf 0. So, dann kann man natürlich dann jedes Mal sich die Uhrzeit hier aktualisieren. Und ja, das könnten wir eigentlich mal eben testen. Ich mache das mal auf 200. Print TI, dann machen wir 210, go to 200, run 200, okay, dann machen wir noch ein bisschen schöner, print semikolon TI Dollar, Run 200. Ja, und dann ist oben die Uhr. Und gucken wir eben, ob der bis 100 zählt oder bis... Ja, das wäre praktisch die echte Uhrzeit vom Commodore. Die geht wohl nicht so ganz genau, aber für unsere Zwecke reicht die auf jeden Fall. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall mit einbauen. So, wie baue ich die am besten mit ein? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich werde erstmal TI jedes Mal auf 0 setzen. Ah, warte mal, da muss, glaube ich, sechsstellig sein, ne?
Stunde, Minute, Sekunde. So. Ja, ich richte das immer auf 0. Da wird immer wieder auf 0 gesetzt. Das wollte ich jetzt einfach nur überprüfen. Jetzt kommt das Goto 10 natürlich hier weg. Okay, damit habe ich TI, setze ich jedes Mal wieder auf 0. Das soll er aber nur zum Beginn der Schleife machen. Genau, und hier gebe ich mir einfach nur aus TI. Print TI Dollar. So. So, was ich jetzt bezwecken möchte, er soll jetzt 1000 Mal durchlaufen und mir dann die Zeit ausgeben, die er benötigt hat. Jetzt steht hier 6 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, ja doch, kommt hin, 6 Sekunden. Ich mache mal so ein paar Läufe, damit man mal ein paar Werte hat. Genau, und daraus kann man ja das arithmetische Mittel bilden. Wow, immer wieder bei 6. Okay, halten wir fest, 6 Sekunden, ziemlich stabil. Mich interessiert es noch, jetzt ist der Bildschirm ja relativ voll. Wie sieht es aus mit einem leeren Bildschirm, wenn nichts drauf ist, ob er dann schneller rechnet. Jetzt haben wir einen leeren Bildschirm. Ob das irgendwie einen Einfluss hat, weil er die Grafik ja jedes Mal nach oben wuppt. Das macht er jetzt ja nicht. Aha, da haben wir schon eine Sekunde mehr. Machen wir das Ganze schneller. Machen wir das Ganze nochmal. So, 3-4 Durchgänge. 5 Sekunden. Da haben wir schon eine Sekunde gespart. Sind wir uns einig? Ist es eine Sekunde schneller. Das heißt, bei mir im BC-Code, wenn ich so etwas vorhabe, macht das ja am meisten Sinn, wenn ich vorher den Bildschirm lösche. Genau, vielleicht bei 15. Zeile 20 kann ich eigentlich löschen. Das war einfach nur zum Überprüfen, ob TI wirklich auf 0 ist. Aber das haben wir ja gerade gesehen, da stand er jedes Mal auf 0. So, ich lösche ihn vorher. Vielleicht kann man da nochmal so ein paar Mühe mit rausholen. Ja, 5. Ja, bleibt bei 5. Klar, dass es nicht auf 4 geht. Dazu bräuchte man vielleicht eine feinere Stoppuhr. Wenn ich das andere nehme, einfach nur TI. TI ist, glaube ich, feiner. Da rechnet er in HM, also in Hundertstel Minute, meine ich. Nur jetzt habe ich keine Vergleichswerte. Ist egal, wir lassen das erstmal so. Auf jeden Fall zeigt das schon mal, dass man mit geschicktem Programmieren so schon mal die eine oder andere Sekunde schon mal rausholen kann. Man hat zwar insgesamt dann wieder mehr Basic-Code, klar, aber er wird dadurch etwas schneller. Etwas. So, jetzt habe ich ja hier geschrieben, Print CAR-Dollar 205. Was ist denn, wenn ich einfach sage, Print das Zeichen direkt. Macht das was aus? Also dieses hier. Nein, dieses Zeichen. Genau. Kann man ja auch machen. Ups. Ja. Und natürlich ein Semikolon dahinter. Das direkt aneinander reiht. Gucken, wie lange er dafür jetzt braucht. Oh. Ja, okay, interessant. Also, das war jetzt wirklich richtig schnell. Dann machen wir das Ganze nochmal ohne Bildschirm löschen. 2 Sekunden. Aha, es braucht schon länger, ne? Ja, doch, auch 2 Sekunden. Ist der Bildschirm voll? 2 Sekunden. Gefühlt sieht es aber ein bisschen langsam aus. Machen wir das Ganze trotzdem meist mit 1000 Zeichen. Sagen wir mal. Printet 1000 Zeichen, ohne den Bildschirm zu löschen. So, der Wert zählt jetzt nicht. So, jetzt ist der Bildschirm voll. Der Wert zählt jetzt.
1000 Zeichen, auch 5 Sekunden. 1000 Zeichen, vorhin hatten wir 500, ne? 500 Zeichen, so. Und jetzt sage ich immer mit Bildschirm löschen. Ich brauche nur einen vollen Bildschirm, den habe ich jetzt nicht. Vier Sekunden. Aha. Vier Sekunden. Also hat das auf jeden Fall einen Einfluss, ob im Bildschirm was drin ist oder nicht. Definitiv. So, wie schaut es denn aus, wenn ich diese Schrägstriche per Zufallsprinzip darstellen lassen möchte? Da gibt es ja diesen Random-Befehl. Fange ich mal von vorne an? Ne, den können wir ruhig nehmen. Das machen wir mal jetzt hier weg. So, print chr Dollar, Klammer auf, a plus random, Klammer auf, a, Klammer zu, Klammer zu. Genau, das Ganze dann 1000 Mal. Ich definiere erstmal a, sagen wir in Zeile 5, a gleich 205. So. Also A ist auf 205, das Zeichen 205 plus random. Ist das überhaupt so richtig, was ich da schreibe? Ach, random 1, genau. Macht Zufallsprinzip immer einen Wert 1 mit dabei. Oder muss ich Wert 2 nehmen? Ich teste einfach mal, was passiert. Okay, da fehlt noch ein Semikolon. Dann macht er das. Er soll das andere Zeichen hier auch machen. Ich setze den mal auf 2. Auf 205,5. Jetzt macht er das. Ja, mal gucken, wie lange er dafür braucht. Wenn er jetzt random macht. Das habe ich auf 1000 stehen, ne? 9 Sekunden. Ja, sobald er anfängt zu rechnen, wird der Kollege langsamer, ne? So, gerade mal nachgeschaut. Man kann aber auch sagen. Print CR Dollar A 205,5 plus random 200 A und das Ganze nebeneinander. So, wie lange braucht er dann? Neun Sekunden. Also genauso lange, auch wenn jetzt hier eine 1 steht, braucht er auch 9 Sekunden. Okay, da tut sich jetzt nichts. Ich mache hier mal einen RAM vor. Ich dupliziere mal die Zeile, weil ich bin ja nämlich tippfaul. Print CIDR Dollar, kann man direkt den Wert eingeben. 205,5 plus random 1. Genau, das müsste glaube ich auch gehen. Die Variable jetzt ausblende. Und wie lange er jetzt braucht. Also vorher hat er 9 Sekunden gebraucht. Oh, ich glaube, der braucht länger. Ich glaube, der braucht länger. Ich trinke schon mal einen Kaffee. Gefühlt 20 Sekunden. Na, sagen wir 15. 16. Ha! Nochmal. Nehmen wir mal wieder drei Werte. Für ein Epsilon bräuchte ich 5, aber das ist ein anderes Thema. Machen hier ja keine Refa-Zeitstudie, ne? So, 16 Sekunden. Also schön war nochmal. Wir halten fest, er braucht 16 Sekunden. Er braucht, wenn er einen festen Wert hat, braucht er länger, als wie wenn ich einen festen Wert über eine Variable vorher festlege. Ich denke mal, so muss er jedes Mal den Wert neu reinsetzen im Speicher. Und wenn ich von vornherein sage A gleich 205,5, dann ist er ja schon drin. Dann kann er ihn sofort abrufen. Das wäre so meine Theorie. Ob die stimmt, keine Ahnung. So, interessant wäre vielleicht noch, ohne Bildschirm zu vorzulöschen, obwohl ich glaube, da wird sich nichts tun, weil er eh so langsam ist. Wird ihn das Hochscrollen, glaube ich, jetzt nicht so ausbremsen. Ah, doch, auch wieder eine Sekunde ist er wieder dementsprechend langsamer. Klar, weil er hat ja
oben hat er noch was im Speicher drin, da muss er jedes Mal auch irgendwie mitberechnen, dass das wegkommt. 17 Sekunden. Ja, schön, da kann man gemütlich beim Kaffee trinken. Ja, perfekt. 17 Sekunden. Was ist eigentlich, wenn ich da noch ein Get einbaue? Und 225, damit ich das Bild im Vollen genießen kann. Also hat es jetzt damit eigentlich nichts zu tun. Ich will einfach nur mal wissen, ob man sich das Gesamtbild anzeigen kann, ohne dass er wieder jedes Mal in diesen Ready zurückspringt. Nee. Da springt trotzdem einer oben. Ha, wie kriege ich das denn hin, dass er nicht einer oben springt? Man kann sich die Zeichen auch reinpoken, ne? Genau, das könnte ich mal probieren. Ob das ein Unterschied ist, ob man die Zeilen printet oder pokt. Genau, das ist nämlich jetzt mehr als dieser komische Zeilensprung. Habe ich da geschrieben. Kann doch nicht funktionieren. Gut, genau, wir poken das hinein. Und dann soll das rein poken. 15, poke, 1024,205. Ich mache erstmal einen Test, ob das überhaupt stimmt, was ich hier schreibe. Ja, dann hätten wir... Hä? Warum ist das ein Reverse? So, Zeichensatz. Das gucken wir nochmal nach. Ob ich denn nicht irgendetwas durcheinander schmeiße. Hier. Ah, 77, 78. So, switchen wir mal wieder rüber. So, beim Poken muss ich dann wohl die 77 nehmen. Ja, und das andere wäre 78. Gut, dann haben wir das schon mal abgeklärt. Dann machen wir A 77. Und 78. So, TI sitzen wir wieder auf 0. So, dann habe ich nochmal einen Code ausprobiert. Der sieht dann jetzt so aus, dass die Zeichen hineingepokt werden. Und man sieht, durch Poken kann ich den ganzen Bildschirm füllen. Und durch Printen, erstmal nicht. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Aber jetzt fehlt hier mir noch die TI-Ausgabe. Er braucht 4 Sekunden. Das ist wirklich 4 Sekunden? Da kommt mir irgendwie ein bisschen länger vor. Ich nehme jetzt hier meine Handyuhr. Wer weiß, was der Commodore da auch rechnet. Ich verlasse mich da jetzt zu sehr auf die Commodore-Uhr. Nehmen wir zum Vergleich meine echte Uhr. So, dann machen wir mal kurz Start. 1, 2. Ist ready, kommt? Ja, doch. Ja gut, 4,5 habe ich jetzt hier. Das kommt hin. Da ist er doch, mit Poken ist er doch schneller als mit Printen. Also ich habe jetzt den ganzen Bildschirm, habe ich jetzt ausgefüllt mit diesen Zeichen. In dem Fall jetzt ohne Zufallsprinzip. Aber da brauche ich halt eben 4 Sekunden für mit Poke. Wesentlich schneller, aber so, zumindest so wie ich es jetzt geschrieben habe, auch einen etwas längeren Code. Und das bestätigt auch wieder meine Theorie, je mehr Code, umso schneller ist er im Endeffekt. Ist vielleicht bestimmt nicht immer ganz richtig. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen was wegmachen. Das können wir wegmachen. Und... Den Rest brauchen wir eigentlich. TI brauchen wir. Ausgabe TI nur einmal. Gut, das dürfte jetzt sich aber in dem Fall nicht großartig bemerkbar machen. Ja, ich gucke mal, ob ich den Code noch ein bisschen so schreiben kann, dass er wirklich Step by Step die Zeichen abwechslungsreich darstellt. Okay, ich habe den Code noch mal ein bisschen verfeinert. Man hat überlegt, wie kann ich die Schleife so einbauen, dass er für das Zeichen A einen anderen Wert hat als das Zeichen B. So, das wäre jetzt mein Endergebnis. Also VX bleibt, er zählt jetzt von 1024 bis 2023, das wäre die Bildschirmadresse, im Zweierschritten. Und Y zählt er von 1 bis 1000. Genau, wir haben ja 1000 Zeichen auf dem gesamten Bildschirm. Und das in einer Schritten. Und dann packt er bei Y immer ein Bit bei. Und dann sage ich ihm X. X holt er sich hier raus. Und für das andere Zeichen immer ein mehr. Dann springt er dementsprechend eine Position weiter. Und das scheint zu funktionieren. Ich save mir mal eben die ganze Geschichte noch. Nehmen wir das mal Basic. Tune, minus Tune.
V3. Damit der gute Code mir nicht flöten geht. So, und das gucken wir mal, wie lange braucht er jetzt dafür. Jetzt wäre der Code ja ein bisschen kleiner, also müsste er eigentlich länger brauchen. Okay, da ist noch ein Fehler in der 160. Was haben wir da? Next Y. Y. Das brauchen wir gar nicht, Next Y, ne? Machen wir einfach mal weg. Ja, perfekt. Es funktioniert. Nur die Frage ist natürlich, wie lange hast du gebraucht? Jetzt fehlt noch ein Print TI Dollar. Na, TI wird auf 0 gesetzt und dann soll er mir sagen, was zum Schluss er für eine TI hat. 7 Sekunden. Aha, der Code ist kleiner. Wo ist die Kamera da? Der Code ist kleiner, also brauchen wir länger. Geht meine Theorie, geht in dem Fall wieder auf. Vorhin hatte ich ja Mehrzeilen und dann ist er definitiv schneller. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, so beim Programmieren, dass halt eben dementsprechend gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Ne? Und dann hatte ich mal irgendwann, da habe ich mir so gedacht, hä, für das bisschen Ausgabe brauchst du jetzt so lange, das kann man auch kleiner schreiben. Ja, ging auch kleiner schreiben, aber eine länger gebraucht. Das ist jetzt ohne zu stoppen, ist mir schon aufgefallen. Und das wäre jetzt hier praktisch wieder die Theorie. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wenn wir dann random noch einbauen. Aber das mit dem random, das ist jetzt eigentlich jetzt auch nicht so interessant. Wie gesagt, ich hatte ja die Ausgangsfrage gestellt, Basic Code zu tunen. Da ging es nur um Geschwindigkeit, nicht um Speicher. Speicher hat der C64 genug. Das war jetzt praktisch jetzt so meine Theorie. Ich überlege gerade, wie man den Code vielleicht noch gestalten kann, dass er vielleicht noch schneller printet. Vielleicht fällt mir da noch etwas ein. Man könnte natürlich auch Assembler nehmen, ist klar, aber das lasse ich mal außen vor. Mir geht es jetzt nur um Basic. So, jetzt habe ich noch einen Code gefunden und das geht in 0,03 Sekunden. Den ganzen Bildschirm mit diesen kryptischen Zeichen zu darstellen zu lassen. Oh, war das nicht schnell? War das nicht schnell? Komm, ich mache es nochmal, weil es so schön war. In Echtzeit, ungeschnitten. Ja, so schnell kann ich gar nicht an meine Hand heben. Also, ich glaube, da brauche ich auch kein TI aus, mir ausgeben lassen. Das fehlt hier noch in den Code. 360 Print. Das machen wir mal in einer anderen Farbe, damit man das vielleicht besser sieht. Deswegen in Weiß. Semikolon TI. Dollar 0,00 Sekunden schafft der Commodore 64 einen ganzen Bildschirm darzustellen. Ist das mal nicht genial? Ja, wie habe ich das gemacht? Ganz schmutzigen, primitiven Code. Der sieht nämlich so aus. Also, wieder genau das gleiche. Je mehr Speicher, je mehr Daten im Speicher sind, umso schneller wird der Commodore. Beziehungsweise je aufwendiger es programmiert ist. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!